Hallihallo und willkommen. Ihr seht, ich bin ungeschminkt. Das bedeutet, heute gibt es mal wieder eine Gesichtsmaske. Und zwar habe ich vor einer Ewigkeit etwa meine Review zu der Glam Glow Gesichtsmaske gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob sich einige von euch erinnern, aber das ist so etwa die Innenmaske des Jahrhunderts. Alle Stars benutzen die und die soll so super toll sein. Ich glaube, das Geheimnis hinter der, warum die so gehypt wird, ist, es ist eine hellgraue Maske. Wenn sie trocknet, wird sie hellgrau. Aber überall da, wo ihr Mitesser oder Pickel habt, bleiben so schwarze Punkte übrig. Und das bedeutet, genau da, wo eure Mitesser und Pickel sind, greift jetzt diese Maske an und zieht das ganze Fett und den ganzen Dreck raus. So, jetzt habe ich die damals getestet und habe empfunden, dass sie schon ganz gut ist, aber ich fand den Effekt jetzt nicht, oha, sie ist 50 Euro wert, Effekt, weil also jetzt nicht die kleine, aber der normale Pot, der etwa so groß ist, kostet 50 Euro. Also das hier hat, glaube ich, damals 11 Euro gekostet und das sind nur 10 Gramm drin. Das heißt, ja, sehr, sehr teuer und der Effekt fand ich jetzt nicht lohnenswert genug, dass ich sagen könnte, ich gebe 50 Euro dafür aus. Natürlich habe ich sie nicht in der Langzeitstudie getestet, weil da reicht mir das hier nicht und ich wollte nicht nochmal Geld dafür ausgeben. Aber jetzt habe ich im Internet ein Rezept gefunden, um diese Glam Glow Maske nachzumachen. Und dafür braucht ihr einfach ein paar Sachen, die ihr vielleicht nicht alle zu Hause habt, aber die ihr relativ billig erstehen könnt. Und zwar braucht ihr erstmal 120 Gramm Kamillentee, den brüht ihr euch ganz normal auf. Im Internet steht, ihr werdet wahrscheinlich nicht die ganzen 120 Gramm brauchen, sondern nur ein bisschen, also so wie ihr die Konsistenz eurer Maske am liebsten mögt. Dann braucht ihr 4 Kohletabletten, die ihr im Mörser klein gemörst habt. Die bekommt ihr im Rossmann, ich meine sogar im DM, dann natürlich in der Apotheke. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die hier, ich glaube im Rossmann habe ich die damals gekauft. Ja, die habe ich einfach in einem Mörser klein gemacht. Ihr bekommt die mittlerweile auch schon in Kapselform, habe ich gehört. Das heißt, ihr könnt sie einfach auch nur die Kapseln aufmachen, 4 Stück und dann benutzen. Dann braucht ihr 5 Tropfen Minzöl. Dann nehme ich das Heilpflanzenöl, weil das ist das Beste von Abtei. Ich meine, das habe ich damals beim DM bekommen. Und dann braucht ihr 15 Gramm Kieselerde, das habe ich damals auch im DM bekommen, kostet jetzt auch nicht viel, und zwar in der Pulverform. Ich werde nachher jetzt alles, also ich habe alles schon abgewogen und für euch hingerichtet. Ich werde alles in einem Glasbehälter zusammenrühren, damit ihr sehen könnt, wie es sozusagen entsteht. Die Maske soll für 1 bis 2 Anwendungen reichen. Ihr könnt natürlich viel, viel mehr machen. Die könnt ihr dann auch lagern. Und was mein Plan jetzt heute ist, weil hier in meiner Glam Glow Tube ist auch noch was drin. Und zwar werde ich jetzt im Vergleich, werde ich auf diese Seite hier meine frisch zusammengemixte Maske packen und auf diese Seite hier den Rest der Glam Glow Maske draufpacken und werde gucken, ob die sich identisch sehen, wenn sie trocknen, ob sie gleich sind und ob die Maske, die ich jetzt für euch anrühre, denn das soll sie rein theoretisch machen, auch diese schwarzen Fetttröpfchen in die Maske reinpackt. Und jetzt würde ich einfach anfangen und alles zusammenrühren. So, ihr fangt jetzt erstmal mit der Kieselerde an und packt dann gleich mal eure fein gemörserte Kohle hier rein. Dann verrührt ihr das, damit alles gleichmäßig verteilt ist. Und dann könnt ihr schon eure 5 Tropfen Heilpflanzenöl, also das Minzöl, hier reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann nochmal verrühren. Und jetzt kommt im Prinzip der schwierige Teil. Ihr nehmt euren Kamillentee und tröpfelt jetzt erstmal nur ein bisschen was rein. Und versucht, es da reinzubekommen, nicht so wie ich. Wie alles verteilt. Und wenn ihr dann den gleichen Fehler gemacht habt wie ich, dass es zu dünn geworden ist, dann macht ihr einfach nochmal 15 Gramm Kieselerde und nochmal 4 Tabletten Kohle rein. Ich würde keine Pfefferminztropfen mehr reinmachen, weil es sonst scharf fürs Gesicht wird. Aber ja, das mache ich jetzt mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem ich jetzt nochmal Kieselerde und Kohle reingemacht habe, sieht die Maske jetzt so aus. Also eine viel angenehmere Maskenkonsistenz. Ihr seht, ihr braucht wirklich fast gar keinen Kamillentee. Also ich weiß nicht, warum die da 120 Gramm reingeschrieben haben, weil
Ja, ich finde, das macht keinen Sinn. Aber gut, ich würde sagen, ihr braucht so 10 bis 20 Milliliter, und das müsste schon ausreichen. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt noch mal kurz stehen, weil mein Tee noch relativ warm war, und fange einfach schon mal mit der originalen Glam Glow Maske an, und zwar auf dieser Hälfte. So. So sieht die Glam Glow Maske aus. Sorry. Ich brauchte nur kurz ein Tempo, um den Finger sauber zu machen, damit ich jetzt die andere Seite machen kann. Und das ist jetzt sozusagen unsere billige Kopie, könnte man dazu sagen, weil es ist schon billig. So. Also im Auftrag fühlt sich's ähnlich an. So sieht das jetzt aus. Jetzt lasse ich es trocknen. Ihr seht jetzt schon, es gibt schon Farbunterschiede. Die Glam Glow Maske ist wesentlich dunkler als die Kieselerde Maske, die ich jetzt drauf gemacht habe. Vom Gefühl her britzeln die sozusagen gerade beide. Macht wahrscheinlich das Minzöl aus. Und gesichtsmäßig fühlt sich auch ähnlich an, also auch wenn es jetzt unterschiedlich aussieht. Und ich lasse es jetzt trocknen und sehe euch dann, wenn es getrocknet ist, und dann gucken wir mal, ob es denn die gleiche Wirkung hat. So, es sind jetzt 20 Minuten umgegangen, und wie ihr merkt, ich kann schlecht reden, weil die Masken sind sehr, sehr fest geworden. Ich muss sagen, die Kieselerde-Maske, also die hier, ist viel, viel schneller getrocknet, aber ihr seht, also hier gibt es nirgends diese klassischen Pünktchen, wie jetzt hier zum Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, aber hier sind Pünktchen, hier oben sind Pünktchen, da sind Pünktchen. Also sie fühlen sich identisch an, also beide sehr, sehr hart und eng auf der Haut. Die Maske macht aber diese Fettpünktchen, das macht die Maske nicht, aber dafür trocknet die schneller. Und jetzt gehe ich duschen und mache die runter und gucke dann, wie das Hautgefühl sich danach anfühlt. Und dann sehen wir uns danach wieder. Wie ihr seht, komme ich gerade aus der Dusche, und ich kann euch jetzt endlich meinen Komplettbericht geben zu den beiden Masken. Also ich muss sagen, die Kieselerde-Maske ist wesentlich schneller runtergegangen als die Glam Glow Maske, also jetzt nicht irgendwie krass unterschiedlich, aber für die Kieselerde habe ich etwa 20 Sekunden gebraucht unter Wasser, und für die Glam Glow Maske etwa 40 Sekunden. Woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht saugt sich die Glam Glow Maske ein bisschen mehr an die Poren oder nicht, ich weiß es nicht. Aber schlussendlich war das Hautgefühl bei beiden sehr, sehr ähnlich. Also sie haben sich beide sehr, sehr weich angefühlt. Also beide Seiten, dann hatte ich bei beiden das Gefühl, dass sie wirklich porentief gereinigt haben. Aber schlussendlich gab es dann doch einen kleinen Unterschied zum billigen und zum teuren Produkt. Und zwar hatte ich das Gefühl, gesichtstechnisch, dass das teure Produkt auch ein bisschen gepflegt hat. Das heißt, die Haut hat sich nicht nur weich, sondern auch ein bisschen, ja, gepflegt angefühlt, wogegen die Seite mit dem Kieselerde sich sehr, sehr trocken angefühlt hat. Aber schlussendlich muss ich jetzt sagen, also ihr seht jetzt auch, ich finde nicht, dass eine Seite besser aussieht als die andere. Ich finde, beide haben ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Ich fühle mich wirklich porentief rein. Ich finde auch, ich trage jetzt gar kein Make-up, dass sie die Haut auch ein bisschen, ja, freundlicher und saftiger gemacht haben, könnte man sagen. Ich finde, ich habe jetzt auch meine Gesichtscreme drauf gemacht. Es fühlen sich beide Seiten identisch an. Und ich muss jetzt so im Umkehrschluss sagen, vielleicht ist die Glam Glow Maske beim häufigeren Anwenden ein Ticken besser als die Kieselerde Maske. Aber die Kieselerde Maske kostet, ich würde sagen, ein 50stel von dem, was die Glam Glow Maske kostet. Und daher würde ich persönlich jetzt ganz einfach sagen, für mich ist die Kieselerde ein relativ gutes Dupe zur Glam Glow Maske.
Und ich würde in der Zukunft auf jeden Fall eher auf die Kieselerde-Maske zugreifen, weil da weiß ich auch hundertprozentig, was drin ist. Wogegen bei der Glam-Glow-Maske bin ich mir da nicht so sicher. Und wie gesagt, die kostet einfach 50 € und die andere kostet so gut wie nichts. Und mich würde wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentarbox reinschreibt, wie ihr dieses Video fandet, ob das für euch eine Alternative wäre zur klassischen Glam-Glow-Maske. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Maske mal ausprobiert und mir ein Foto auf meine Facebook-Seite postet, die ich unten in der Kommentarbox natürlich auch den Link reinmache. Ich habe unten in die Kommentarbox natürlich auch das Rezept reingeschrieben, das ich jetzt gemacht habe. Ich muss jetzt nur dazu sagen, ich habe ja 5 Tropfen Minzöl genommen auf die doppelte Menge. Und ich würde es auch dabei belassen. Ich glaube, wenn ihr die kleinere Menge macht, würde ich nicht 5 Tropfen reinmachen, sondern nur 3. Ganz einfach aus dem Grund, ich hab das Minzöl schon gespürt auf der Haut. Also jetzt nicht so, dass es wehgetan hat oder so, aber es hat schon gebritzelt. Und ich kann mir vorstellen, hätte ich da jetzt nochmal die doppelte Menge reingemacht, dann wäre es echt zu viel gewesen und dann wäre meine Haut wahrscheinlich hätte darauf reagiert. Das heißt, ich würde sagen, wenn ihr die Anfangsmenge macht, die ich eigentlich machen wollte, macht da nur 2 oder 3 Tropfen rein, weil sonst könnte eure Haut vielleicht gereizt werden. Ja, und ich sage dann auf Wiedersehen zu euch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!